Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Collector's Box Kiosk. Heute mit Club Nintendo Ausgabe 4, Jahrgang 5, September 1993. Ja? Was haben wir denn? Wir haben Super Mario All-Stars für Super Nintendo, die Sensation auf dem Super Nintendo, The Lost Vikings, die Helden aus dem Norden kommen und Zelda Link's Awakening für den Game Boy. Das Ganze ist natürlich mit original Nintendo Qualitätssiegel. Und ja, insgesamt wieder ein schönes Cover. Schlicht mit natürlich Mario All-Stars als Hauptthema. Wir legen los. Also, hier vorne kommen erstmal wieder die Club News. Der Briefkasten ist leer. Mario ist die Nummer 1. Und hier lese ich was von Mickey Mouse. Bei einer unabhängigen Befragung amerikanischer Jugendlicher fanden die Marktforscher heraus, dass Mario bei den Kindern bekannter ist als Disney, als der Disney-Held Mickey Mouse. Wow, da war es nur eine Frage der Zeit, dass auch Hollywood sich aus den rundlichen Klempner aus Brooklyn kümmert. Denn längst prangt Marios Konterfei auf T-Shirts, Bettwäsche, Geschirr, Schuhen und Tapeten. Also Merchandising habe ich damals zumindest hier in Deutschland nicht so oft gesehen. Wahrscheinlich war das in Amerika eine ganz andere Hausnummer. So, dann beginnen wir also mit dem Heft. Ihr wisst ja, wer lesen will. Ich hoffe mal, es ist gut genug ausgeleuchtet. Ihr macht dann einfach Stopp im Video. Dann könnt ihr euch ein bisschen die Sachen anschauen. Wir blättern gemütlich durch. Und sind dann auch schon bei den Leserbriefen. Hier wieder mit schönen Zuschriften, gemalten Bildern, Fotos mit kleinen, jüngeren Nintendo-Fans, schöne Sache. Und hier kommen wir schon zum Hauptthema mit Mario, Super Mario All-Stars, ein großartiges Spiel. Mario Bros. 1, The Lost Levels, Mario Bros. 2 und 3 sind da drauf. Es hat einfach so viel Spaß gemacht, hat man immer und immer wieder gespielt. Ein zeitloser Klassiker, kam ja dann auch eine Neuauflage für die Wii. In so einer schönen roten Hülle. Ja, tolles Spiel. Und hier, wer Mario zeichnen will, hier habt ihr schon mal eine kleine Anleitung, eine Hilfestellung, wie es geht. Hier werden die Level wieder vorgestellt. Unendlicher Spielspaß, ne? Wisst ihr Bescheid? Auch hier schöne Artworks wieder insgesamt. Mario und auch hier Bowser, hier, dass er springt. Ach, die gute alte Zeit, war echt schön, gell? Habt ihr bestimmt auch gespielt, oder? Wen habt ihr denn bei Mario Bros. 2 immer gewählt? Ich habe trotz allem immer oder am meisten mit Mario persönlich gespielt. Die anderen, ja, war okay. Für schwere Level konnte man auch mal die Prinzessin gut gebrauchen, ne? Um einfach drüber zu fliegen. Ja, aber gut, Luigi war natürlich sehr gewöhnungsbedürftig, aber war gut für manchen Sprung, auf jeden Fall. So, Mario Bros. 3 wird hier noch gezeigt. Hier haben wir dann Mario, Super Mario, Feuer Mario. Da ist er dann ganz groß und kann Feuerbälle werfen. Ja, ihr wisst Bescheid. Ist ja nichts Neues. Und dann geht es schon weiter mit Starwing. Ne? Star Fox und seine Crew. Hier Corneria und Stage 2 Sector X wird gezeigt. War ja mit dem Super FX-Chip im Modul. War ja eine schöne Sache, so die ersten 3D-Grafiken auf dem Super Nintendo. Interessant auch hier, wie sie die Levelkarten so mit reingebracht haben. Und es werden auch wieder alle Level hier gezeigt. Titania, Sektor Y, Venom, die Basis, alles da. Hat überhaupt nichts mit Spoilern zu tun, ist einfach nur eine Hilfestellung. Mystic Quest Legend für Super Nintendo, ja, Rollenspiel-Hit. Wird hier, ich glaube, wurde auch schon öfter jetzt in der Vergangenheit gezeigt in den Heften. Also hier geht es stetig voran. Hier gefällt mir ganz gut, dass man hier mal so die Gegner zeigt. Flügelbrut, Motorrippe, Killerbulle, der Metzger und Makrowicht. Ja, Basilisk, Schundwurm und Kloakenfrosch. Ja. Wo heißen die also? Da geht es noch weiter, schaut mal. Ganz viele Gegner werden hier auf jeden Fall gezeigt. Genügt ja nicht, dass wir nur die Level sehen. Nein, muss man auch gleich noch die ganzen Gegner zeigen.
So, und dann jemand, der ja auch, ich glaube, für die Switch ein neues Spiel bekommen hat. Tatsächlich nach all den Jahren Bubsy oder Bubsy auf Deutsch. Ja, Bubsy, Bubsy in krallende Begegnungen. Krallende Begegnungen der pelzigen Art heißt das hier. Ja? Jump'n'Run, ne? Man wieder Sachen einsammelt, hier Wollknäuel, man sieht es ja. Aber war, glaube ich, unterm Strich gar nicht mal so gut, genauso wie der neuere Teil für die Switch. Mit Vorsicht zu genießen, weiß nicht, ob das so ein Kultcharakter ist, aber ja, mit Bubsy hatte ich jetzt bisher nicht so viel am Hut insgesamt. Ne? So, Lost Vikings, ein Koop-Hit, will ich sagen. Ja. Konnte man hier zu dritt spielen, soweit ich weiß. Ne? Und musste dann gemeinschaftlich Rätsel lösen, um dann letztendlich so die Level zu packen mit verschiedenen Fähigkeiten. Der Schreckliche, der Flinke und der Starke, Olaf, Erik, Baljok, genau. War ein sehr gutes Spiel, hat zusammen kooperativ sehr viel Spaß gemacht. Genau, hier werden dann die Level gezeigt und wie man sie am besten löst. Ne? Ihr kennt es, bei der Club Nintendo Zeitung ist es immer so. Es gab ja noch kein Internet im großen Stil, ne? Da konnte man also noch nicht so einfach mal googeln, wie man hier weiterkommt. Da war das Heft dann schon sehr hilfreich. Tipps und Tricks, schaut mal hier, da schreibt doch jemand was zu Mario Kart. Zum Battle Mode, was kann man denn hier? Wie man den roten Panzer ausweichen kann. Normalerweise nicht, nein, der Panzer findet ihn auf alle Fälle, es sei denn, er benutzt unseren neuen Trick. Wenn du mit deinem Kart exakt an der Streckenabbremsung entlang fährst, kann dich der gegnerische Schildkrötenpanzer nicht finden und treffen. Probiert es doch mal aus, es funktioniert hundertprozentig. Der Andi und der Manuel haben das geschickt und ja, scheint zu stimmen. Der rote Panzer trifft nicht, wenn man da am Rand entlang fährt. Interessant, wusste ich bis heute nicht. Hätte ich damals mal die Club Nintendo Zeitung hier gelesen. Jo, Kirby's Dream Land wird gezeigt. Hier haben wir wieder ein Spielerprofil. Ja, war eine schöne Community. Die Charts werden präsentiert, was so gespielt wird aktuell. So, und dann haben wir hier, geht's wieder weiter, Starving nach Euro Disney. Die intergalaktische Herausforderung, was haben wir denn da? Na sowas, an dieser Stelle klebt ein Brief, an dem ihr eure Highscore. Okay. Wer ist der beste Starving-Fighter? Wer sammelt mit Fox McCloud die meisten Punkte? Ende September werden wir es wissen, denn dann müsst ihr alle eure Highscores eingeschickt haben. Okay. Und dann kommt man ein Wochenende für zwei Personen im Euro Disney Resort Paris. Gab's zu sehen. Okay. Gut, und hier haben wir noch Werbung für Disney Magical Quest. Ein tolles Spiel. Und dann geht's weiter mit dem Gameboy-Hit Legend of Zelda Link's Awakening. Link kehrt zurück, der Held von Hyrule erobert den Gameboy und das in dem umfangreichsten Gameboy-Spiel, das je programmiert wurde. Yeah! Richtig gut. Die Insel Korolint. Ja, schönes Spiel auf jeden Fall. Sehr legendär. Ihr habt es bestimmt alle schon gespielt, als beinharte Nintendo-Fans. Ne? Ja, tolles Spiel, da kann man, was soll man da groß sagen. Ne? Tatsächlich sind es aber nur zwei Seiten hier. Das wundert mich. Ich habe gedacht, da kommt ein bisschen mehr, weil hier geht es schon zu den Kampfkröten. Ja? Ich habe großen Respekt vor dem Spiel, vor den Spielen, vor den Ablegern dieser Reihe. Ist ja ein frühes Rare-Werk und sehr, sehr schwer. Sehr, sehr anspruchsvoll. Habe ich nie weit gespielt, nie lange gespielt, weil es einfach, ja, es hat mich gefrustet, ja. Und irgendwann so als jüngerer Spieler hat mich dann doch der Frust ein bisschen gequält und dann habe ich es gelassen, ja. Deshalb seither großen Respekt vor den drei Kampfkröten, Krawall im All, aber trotzdem gute Spiele, ja. Ich weiß um die Qualität der Titel und ich weiß auch, da gibt es eine große Fangemeinschaft. Aber für mich ist das nichts, mir ist es einfach eine Nummer zu haben. Genau, da werden wieder die Level gezeigt, das war hier der Gameboy-Ableger. War das hier vorne dran auch? Ja, genau, das war der Gameboy-Ableger. So, und da werden auch hier schön wieder mit Artworks die Level präsentiert, dass man wenigstens einigermaßen durchkommt. So, für den Gameboy Mystic Quest haben wir hier wieder ein bisschen
Unterstützung für die Tempel und Höhlen, Paläste, Burgen und so weiter. Auch hier gefallen mir die Artworks wieder schön handgezeichnet. Ja, das hat einfach Stil gehabt und war auch ein cooles Spiel. Hier haben wir ein Special zu Kirby und zwar zum Entwickler HAL. Da waren sie nämlich wegen der Übersetzung in dem Ort, wo haben wir es? Die Stadt Kofu. Ja, und das ist das HAL-Gebäude, wo die hier programmieren. Und da haben sie mal gezeigt, was so alles dranhängt am Spiel. Wie das Programm entsteht, die Entwicklung, die Musikabteilung, Charakterdesign, Tools und so weiter, Testphase und Textphase. Interessanter Artikel, könnt ihr gerne mal lesen. Macht doch einfach mal hier Stopp. Und zoomt heran, oder ich zoome heran ein Stück, mal gucken. Ja, und dann geht's auch schon hier zum nächsten tollen. Schaut mal, ein Comic, Super Mario, Erholung, nein danke. Die drei wollen, Yoshi ist auch dabei, wollen wohl Urlaub machen. Und ich sehe schon, hier haben wir Donkey Kong Junior, soll das wohl sein. Wendy Cooper vermutlich, Ludwig ist dabei, Wario ist hier. Ich befürchte, es geht schief. Wer lesen will, kann das jetzt tun. Und die nächste Seite des spannenden Abenteuers. Ihr seht schon, das sind windige Hotelimmobilien hier. Da haben wir Morten Cooper, Bowser natürlich an der Rezeption. Das kann nichts Gutes bedeuten. Hier wird dringend mal ein Klempner benötigt. Und ja, nachts können sie wohl auch nicht schlafen. Ja, und dann sind sie wohl hier auf Balkonien. Ne? Genau, und das war auch schon der spaßige Comic. Weiter geht's mit Darkwing Duck für das NES mit deutschem Screentext. Nur keine Panik, ich, der große Darkwing Duck, kann keine Hilfe widerstehen. Herrschen irgendwo auf der Welt Not und Terror, eile ich hinzu und vertreibe das Böse, das Dunkle, das Unaussprechliche, das Üble, das und so weiter. Ein Held, wie er im Buche steht. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert, der Albtraum, der Verbrecher, ich bin Darkwing Duck. Ja, und da wird natürlich hier auch wieder ein paar Levelchen gezeigt. Legendäres Artwork, wie ich finde. War eine tolle TV-Serie, habe ich gerne geguckt früher. Da haben wir einen Knick, den machen wir gleich mal raus. Das wollen wir natürlich nicht. So, und dann natürlich NES Kirby's Adventure. Ah, ein tolles Kirby-Spiel, auch heute noch gut spielbar. Knallbunt. Nicht so anspruchsvoll insgesamt, macht Spaß, ist ein guter Laune-Titel wie eigentlich alle Kirbys. Und da war er dann auch schon rosa, ne? Auf dem Gameboy-Teil war er ja noch weiß, hier ist er dann schon rosa geworden, der Edelknödel. Und guck mal hier, das ist noch Meta Knight haben wir hier. Die typischen Gegner, das Rad, die Steinverwandlung, ach ja, schönes Spiel auf jeden Fall. Gerne mal reinzocken, wenn ihr die Chance habt, wer es nicht kennt. Einer der ersten Kirbys. So, und auch fürs NES Mega Man 3 und 4 wird gezeigt. Ich hatte es irgendwann schon mal erwähnt, Mega Man war jetzt nicht so meine Reihe, ist es auch heute nicht. Aber er hat natürlich eine große Fangemeinschaft und viele Fans, auch so mit Speedrun und so weiter. Das sind ja auch sehr anspruchsvolle Spiele. Ne? Ja, da muss man ja immer die Bosse in der richtigen Reihenfolge am besten besiegen, um dann wiederum mehr Chancen gegen den nächsten Boss zu haben. Also da gibt es ja dann so spezielle Reihenfolgen. Kenne ich alle nicht, ihr wisst da bestimmt mehr Bescheid. Genau, so. Und sind wir schon durch? Freunde, wir sind durch. Hier ist nochmal Werbung für Street Fighter 2 für das Super Nintendo. Die Super Nintendo 16-Bit Power, Super Action, Street Fighter 2, tolles Spiel. Habe ich gespielt ohne Ende. Freunde, das war großartig. Und hier haben wir noch ein Club Nintendo Rätsel. Wie gut kennt ihr Nintendo? Wann und wo wurde die Firma Nintendo gegründet? Vor 5 Jahren in Großostheim, vor über 100 Jahren in Kyoto, Japan, vor 20 Jahren in Seattle, USA. Was war das erste Produkt von Nintendo? Ein Vorläufer des Game Boys, ein japanisches Kartenspiel, ein ferngesteuerter Tischstaubsauger. Ja, ja, gut. Ihr könnt ja mal euch an den Fragen versuchen. Und auch hier findet 8 Unterschiede. Da habt ihr eine Menge Spaß. Ihr habt jetzt die Chance, Stopp zu drücken.
Und ansonsten, hier haben wir wieder so einen Knick, haben wir hier nochmal auf der Rückseite Werbung für die Kröten, für die Kampfkröten. Hier steht es ja auch, Gameboy-Teil, Super Nintendo-Teil. Ja, würde ich gerne so jetzt noch im Laden kaufen können. Geht leider nicht mehr. Die nächste Club Nintendo-Ausgabe kommt Anfang Oktober. Und Freunde, wir sind durch. Ausgabe 4, 1993 mit einer schönen Ausgabe insgesamt. Gute Mischung, viel Hilfestellung natürlich wieder. Ja, wenn euch das gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich danke für die Unterstützung. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder hören uns. Mal gucken. Ja, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Tschüssi.